So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Foundation. Und wir haben im letzten Part die Steuern abgeschafft. Sind aber doch ganz schön im Plus. Deswegen zufrieden erstmal, werden wir auch keine Steuern erheben. Vor allem, weil unsere Staatskasse sowieso noch nicht so hoch ist. Was wird hier gebaut? Ach, hier will jemand schon direkt den Platz an der Taverne sichern. Auch gut. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ach genau, Gottesdienst. Eigentlich müsste ich noch was für einen Gottesdienst bauen. Andererseits, ich baue jetzt auch schon mal was für einen Gottesdienst. Essen haben wir ja. Habe ich die Inflation? Die habe ich noch aktiviert. Wir haben 4 Arbeitslose. Ich lasse das mal noch. Und dann werden wir hier nochmal Gutshaus, Dorfkirche. Die Dorfskirche. Die würde ich ja am liebsten auch hier irgendwo hinbauen. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich mir vorher noch Land hole. Aber ich glaube, das Land ist halt jetzt auch scheiße teuer, oder? Nö, geht. Aber der Unterhalt wird höher. Ah. Okay, nee, dann machen wir mal für die Spielerei, machen wir das mal nicht. Also, Dorfkirche. Ich könnte sie hier in hier hinstellen eigentlich. Ich glaube, hier stört es niemand. Andererseits, ich hätte die halt auch schon irgendwo gern im Wohngebiet. Neben der Kneipe. Ich würde sie gerne mal hier hinstellen. Und dann werde ich den einen noch annehmen schnell. Sogar, bevor ich hier ins Baumenü gehe. So. Okay, das Ding ist einfach da. Das heißt, wir können wirklich eine ganz, ganz kleine Kirche bauen. Kriege ich das? Jawohl. Einmal hier. Einmal hier. Natürlich einen Turm. Kann ich den Turm höher bauen? Nee, anwinkeln wollte ich ihn jetzt eigentlich nicht. Ich könnte 2 bauen. Ich nehme den. Ach so. Ah, okay, so geht das. Dann würde ich nämlich das hier einfach nach hier. Ah, okay, das geht gar nicht. Kann ich das hier oben irgendwie so ganz komisch dran setzen? Aufs Dach? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, ist egal. So. Dann werden wir hier noch... Obwohl, das kostet Unterhalt, oder? Nee, das kostet nur eine einmal Abgabe. So. Achso, nee, das sieht hässlich aus. Das gehört noch mit zur Kirche. Wir könnten die Kirche hier verstecken. Nee. Aber ich hätte hier gern bei der Kirche noch so ein Blumenbeet. Das ist irgendwie... Finde ich das voll wichtig. Und jetzt habe ich alles asynchron gebaut. Oh. So. Bauen wir. Also, ist in Planung. Ist nur in Planung. Ein neuer nehmen wir. Wie sieht denn das hier aus? Oh ja, hier können schon dann bald die ersten rein. Sehr schön. Das ist sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich irgendeinen Beruf habe. Ne, alle aus. Rohstoffe fehlen. Was für Rohstoffe? Holz fehlt. Dann würde ich vielleicht sogar noch ein Holzfällerlager bauen. Ich glaube, das macht sogar Sinn.
Das kann ich ja eigentlich einfach hier hinsetzen und den Bau priorisieren. Ich meine, im Endeffekt ist das sowieso ganz gut, weil wenn wir das nicht, also wenn wir das bauen, wenn wir, selbst wenn wir Überschuss haben, spätestens hier können wir es ja dann wieder verkaufen. Also, das wäre schon 43? Warum habe ich so viel Kohle? Oha. Das ist ja übel gut. Ganz kurz nochmal. Ich will eigentlich... Wo war denn das mit dem Handel nochmal? Ah, hier, Handelsroute. Das haben wir... Okay, wir müssten jetzt von dem was annehmen. Er nimmt sogar... Also, ich würde sogar Fässer nehmen. Ich habe jetzt irgendwas gedrückt, was ich... Nein! Ah, nee, das ist Händler. Alles gut. Fässer. Jetzt müsste es gehen. Okay, wir haben 6 arbeitslos. Ich nehme die 2 noch. Und dann mache ich erstmal Einwanderung stoppen. Würde ich sagen. Hier habe ich 2 Fisch und Ding. Kann ich den Markt eigentlich erweitern? Nee, wahrscheinlich nicht. Da müsste ich einen neuen machen. Und den müsste ich sowieso bald neu machen. Ne, hier fehlt noch was. Gut. Ach genau, ich wollte jetzt noch gucken, was mit diesen Herausforderungen da ist. Kann ich mir das hier nochmal durchlesen? Ich glaube, ich habe das aus Versehen einfach... Ah, Herausforderung. Erreiche einen Wohlstand von 500. Erreiche einen Wohlstand von 500. Hab 100 Bürger oder mehr. Okay, nee, wir machen mal... Erreiche einen Wohlstand von 500. Auf unserem Wohlstand. Ich glaube, das haben wir geschafft. Ratschlag, Ratschlag. Ach du Scheiße. Ah, ja genau. Was macht denn mal der Vogt? Ah, jetzt muss ich erst die Vogterei erforschen. Okay. Fragen wir unseren Nachbarn. Ganz kurz, das muss ich ganz kurz wegmachen. Das Königreich erhält unter Bemühungen bei der Gründung des Siedler an. Oh, super. Handel können wir wegmachen. Schaffen wir uns eine Förderung. Pflanzen wir ein paar Zierpflänzchen. Die Dorfbewohner denken, dass wir florierend genug sind für die ersten, die können wir lassen. Nee, das mache ich mal nicht. Militär. Wir machen mal das. Und dann schließen wir erstmal hier der ganzen Mist. Hier. Ah, okay, das ist die Herausforderung, ein Wohlstand von 500. Jetzt habe ich nur eine Frage. Wie wird Wohlstand gemessen? Beziehungsweise, wo sehe ich den Wohlstand? Ist das bei Zufriedenheit irgendwo mit dabei? Ach, hier gibt es nur mehr. Oho, oh, okay, 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 ich verstehe. Was ist das denn? Punktpaket. Hm, cool. Machen wir mal. Ist ja nur eine Erweiterung.
Hecke? Nö. Das können wir auch nochmal machen. Wir haben gerade etwas Geld. Militärfort will ich noch nicht. Das können wir aber noch machen. Dorfkirche noch erweitern. Und das können wir noch erweitern. Und dann passt das schon erst einmal. Wir machen mal auf 1 weiter, dass wir hier die Rohstoffe auch bekommen. So. Werkzeug kaufen. Werkzeuge. Lager. Ah, stimmt, wir haben gar keine Werkzeuge. Dann würde ich das Holz gerade mal rausnehmen. Und würde da Werkzeuge machen. Und gucken mal im Handel. Das war hier. Der kauft uns auch Werkzeuge ab. Perfekt. Werkzeuge. Und zwar immer so 20. Das wird zwar dann jetzt erstmal kosten. Aber egal. So, das Gutshaus. Ist das denn nicht das Gutshaus? Genau. Nebengebäude. Vogterei. Ah, das ist das. Die Vogterei kann ich hier einfach dazu bauen. Was wolltet ihr jetzt? Errichtet eine Vogterei, weiße Vogterei. Ja. Gutshaus, gedeckter Stall. Gedeckter Stall. Das würde ich tatsächlich lieber hinten dran bauen. Irgendwo. Also zuerst brauchen wir ja sowieso. Ich muss hier mal das hier. Ein Raum. Ich hätte aber gern. Ich glaube, einen kleinen Raum. Joa. Und noch eine kleine Tür. Und daneben. Nee, eigentlich hätte ich das gern dahinter. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich irgendwie dahinter komme. Ah, so. Genau. Das gefällt mir. Dann haben wir das auch weg. Gut, wir machen gerade miese. Sehr gut, da haben wir unsere Werkzeuge. Werkzeuge erhalten, auch gut. Das braucht noch etwas. Dank des zunehmenden Handels mit euch wollen wir viele Menschen im Norden niederlassen. Jedoch fehlt es unser Nahrungsmittel für alle Neulinge. Daher fragen wir nur, ob wir ihnen trinken nur benötigte Brot senden können. Oh. Die Frage ist, ich habe 60 Tage dafür nur. Tut mir leid, aber es geht nicht. Ich hätte euch gerne Nahrungsmittel geliefert. Das wäre überhaupt gar kein Ding. Ah, das Ding ist doch jetzt fertig, oder? Dorfkirche, keine Arbeit. Keine Arbeit. Vogt. Ach genau, da muss ich erst noch einen bemühen. Dorfkirche kann ich auch mittlerweile mal. So, Werkzeuge haben wir 22. Perfekt. Weg blockiert. Hä? Ja und? Wollen die einen anderen Weg nehmen? Also echt. Ganz kurz, können die jetzt. Was. Ich habe zwei Fragen eigentlich sogar. Was ich jetzt nicht bedacht habe. Fische nehmen die nicht, oder? Nee. Fisch nehmen die nicht.
Ja, die nehmen auch nichts Vernünftiges. Nee, da habe ich schon alles. Da habe ich schon alles. Was ich aber machen kann, das mache ich auch. Ich werde den Handel von den noch erhöhen auf 50. 50 Bären. Und dann würde es sich auch lohnen bald. Zu sagen. Weg blockiert. Joa. Ihr und eure Wege immer. Gaststube gebaut. Ist das Ding jetzt fertig? Nee, irgendwie nicht. Weg blockiert. Ich weiß jetzt, was gemeint ist. Nee, derzeit im Bau. Oh. Ich glaube, das ist damit gemeint. Ein Kurier nähert sich unserem Dorf. Ja, kann er ja gerne. Was sieht denn hier noch? Nee, das lassen wir. Da sind wir dabei. Das haben wir auch bald. Genau, Beförderung. Jetzt gucke ich mal. Liste öffnet noch keinen. Okay. Werden wir dann wahrscheinlich früher oder später bekommen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich so langsam wieder ins Plus komme. Aber es sollte auch kein Problem sein. Mhm. 10 Fässer, okay. Ja gut, eigentlich muss ich nur das hier endlich zu Ende bauen. Wie sieht denn das aus? Könnte ich das privatisieren? Da ist irgendwas. Haben das Gefühl, dass euer Dorf beinahe bereit ist, einen Jahrmarkt zu veranstalten. Allerdings ist es irgendwie peinlich, Besucher mit einem solchen Markt zu empfangen. Sie möchte ein Erscheinungsbild verbessern. Ein paar farbenfrohe Zelte wären im Geschäft nicht gut, oder? Habe ich dafür... Das können wir sogar machen. Es gibt nur ein Problem, glaube ich. Genau, ich bräuchte dafür... Was ich machen kann? Nee, eigentlich hat das sehr viel Prunk. Nee, wir lassen das nochmal. Kaufmann ist da, jawohl. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass der viel da gelassen hat. Ah, das hier ist auch gleich fertig. Oh, endlich. Jetzt ist nur noch die Tür. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Arbeitslosen, Geschäfte. So. Schenkerei. Holzfällerlager? Oh. Das habe ich vielleicht vergessen, dass wir das gebaut haben. Ja, super. Okay, das habe ich jetzt natürlich voll
voll verpennt. Bin ich ehrlich. Für die Schenkerei bräuchten wir Leute, die wir befördern können. Wie sieht denn das aus? Bedürfnisse? Zusätzliche Bedürfnisse? Gottesdienst. Okay, also eigentlich muss nur noch die Kirche gebaut werden. Dann dürfte das schon passen. Försterstufe 1. Oder kriege ich das mittlerweile? Mandat auswählen. Liste öffnen. Nein. Beförderungen werden neue Bedürfnisse haben. Jetzt habe ich nur eine Frage. Die haben die Bedürfnisse Wasser, Nahrung, Unterkunft. Alles super. Muss ich wirklich? Oder kostet das einfach Geld, und was ich nicht habe? Ja. Okay, jetzt müssen wir mal ein Mandat eröffnen, leider Gottes. Das muss getan werden. Ich brauch Steuern. Mandat auswählen. Okay. Sehr schön. Kann ich euch jetzt befördern? Mal ganz kurz gesagt. Kann ich befördern? Beförderung, da muss mindestens einmal erfüllt werden. Okay, dann muss Gottesdienst anscheinend auch noch befüllt werden. Ich natürlich jetzt so etwas doof gelaufen. Verbessere den Markt muss ich noch machen. Rohstoffe fehlen, ja, wahrscheinlich Holz. Was haben wir hier? Eine abgelegene Mannschaft von Fischern sucht einen gutherzigen Baumeister. Sie brauchen Hilfe beim Bau einer Brücke, die ihr Dorf mit dem Rest des Reiches verhindern soll. Mein bester Baumeister, mögliche Ergebnisse. Hier, wisst ihr was, das machen wir. 15, war anscheinend ein Erfolg. War anscheinend ein Erfolg. So, was haben wir hier? Die Bongens möchten ein paar Brücken im Reich im Stand setzen. Holzwerklager, gemerkt, dass einer ihrer Kaufleute hat eure Holzfällerlager bemerkt und möchte ein Angebot unterbreiten. Das war wohl ein Misserfolg. Egal. Das machen wir. Wenn ich das richtig gesehen habe, geht es ja jetzt nur... Hier. Geht es ja jetzt nur um Holz. Und Holz, denke ich, werden wir ganz gut bekommen, weil wir haben mittlerweile übelst viele Holzfäller. Ich muss die halt nur hier ins Lager bringen. Das heißt, das Stein... Abbruch. Mist. Egal, wir machen hier einfach Holz rein. Weil ich meine, 50 Sammelwaren im Warenlager. Das ist doch Warenlager, oder? Das ist Lagerhaus. Ich denke, das wird sein. Aber ich habe schon wieder viel zu lange überzogen. Ich hoffe, das Part hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.